Die Plejade haben angekündigt, sie werden helfen, den Deep State aufzulösen. Das ist eine gewaltige Botschaft und die werde ich dir heute in diesem Video überbringen. Wir stehen an einem kosmischen Wendepunkt, der alles ändert. Ihr habt es gemerkt, 2024 ging es schon sehr aktiv los. Und was das alles zu bedeuten hat und wie es weitergeht, erfährst du heute in meinem Video. Schön, dass du da bist. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin und ich habe hier das kosmische Wissen von den Plejaden, was ich dir sehr empfehle, wenn du Kontakt mit den Plejaden aufnehmen möchtest oder ganz viele Übungen und Heilanleitungen haben möchtest, dann lies mein Buch. Unter dem Video ist der Link. Und ich werde natürlich auch ein neues Buch noch schreiben. Da geht es auch gerade um das Thema des Deep State. Es geht um das Thema der Plejaden und des kosmischen Wendepunktes und wie wir zusammen mit der Galaktischen Föderation wirken werden. Das wird in Kürze auch noch kommen. Jetzt haben die Plejader diese schon fast verrückte Botschaft mir überbracht. Und ich habe dann gefragt, ja, wie soll denn das gehen? Wie wird es denn werden? Und sie haben gesagt, es ist ganz einfach. Ihr habt doch gemerkt, dass seit Januar in eurem Jahr 2024 die Menschen aktiv werden. Und es geht direkt los mit Bauernaufständen. Sie haben auch gesagt, egal ob das jetzt inszeniert ist oder nicht, es geht nur um die Energie. Und diese Energie, es gibt nämlich eine neue Energie durch den kosmischen Wendepunkt, die wird uns zur Verfügung gestellt. Und die Plejaden haben gesagt, es wird sich alles ändern. Die Zeit des passiven Wartens und Abwartens, dass jemand kommt, der hilft, die ist vorbei. Jetzt ist der Zeit der Aktivität. Die Zeit, wo die Menschen selbst handeln. Und nur so kommen wir voran. Wir sind also in der Phase 2. Und in der Phase 2 ist auch das Webinar, was wir in Kürze geben werden. Dieses Webinar, in dem wirst du alles erfahren, was wichtig für dich ist. Du wirst genau darüber informiert werden, welche Energien auf die Erde kommen, welche Hilfsmittel und Werkzeuge dafür gut sind. Und dieses Webinar wird dich unterstützen, tatsächlich selbst für dich zu sorgen und gut voranzukommen in dieser Zeit. Dieses außergewöhnliche Webinar wird geleitet von den hochrangigen 7 Kommandeuren des Galaktischen Rates. Nur für dich. Du wirst in die geheimnisvollen Weisheiten der Plejade eingeführt. Eine Erfahrung, wie sie noch nie zuvor auf der Erde erlebt wurde. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, in die tiefen Geheimnisse und in die mächtige Energie des kosmischen Wendepunktes einzutauchen. Ergreife deine Chance jetzt, Teil dieses historischen Ereignisses zu sein. Sei dabei, wenn wir eine neue Dimension des Seins erfahren. Wir haben ja alle den Auftrag, die Erde zu unterstützen. Wir haben alle den Auftrag angenommen und jeder wird es in seiner Art und Weise tun. Und wenn du gerne Unterstützung hättest von den Plejaden, dann melde dich unbedingt zu dem Webinar an. Unter dem Video ist der Link. Selbst Donald Trump hat ja gesagt, dass er den Deep State auflösen möchte, wenn er gewählt wird. Ich spiele euch schnell mal hier das Video ein. In 2016, I declared, I am your voice. Today, I add, I am your warrior. I am your justice. And for those who have been wronged and betrayed, I am your retribution. I am your retribution. I'm not going to let this happen. I will totally obliterate the deep state. I will fire. Also, ihr habt es ja gesehen, Donald Trump hat hier angekündigt, wenn er gewählt wird, wird er den Deep State auflösen. Er wird alle entlassen,
Er wird alle Namen veröffentlichen und er wird jede Korruption öffentlich machen. Also es wird sehr viel Wahrheit ans Licht kommen. Wie er das letztendlich macht und ob er gewählt wird, das werden wir sehen. Die Plejaden haben zu mir gesagt, sie werden nicht mit ihren Lichtschiffen die Erde angreifen oder auf den Deep State, auf diese Menschen schießen oder so. Nein, nein, das werden sie nicht tun, sondern sie werden uns, und das ist richtig toll jetzt, sie werden uns unterstützen mit einer bestimmten Energieresonanz, mit einem Resonanzfeld, was uns befähigt, gemeinsam in die Kraft bringt, um aktiv zu werden, um unseren Planeten zu retten. Diese energetische Unterstützung bekommen wir und das ist so richtig, richtig gut. Denn vergesst nicht, wir befinden uns in dem kosmischen Wendepunkt. Das ist etwas ganz Großes. So war es noch nie zuvor wie jetzt. Die Unlichten haben es sehr schwer und wir wissen, sie haben eigentlich schon verloren. Aber jetzt mit dem kosmischen Wendepunkt, in dem wir uns befinden, sind die Unlichten noch viel schlechter dran. Denn sie werden massiv angegriffen durch Energien von außen, von den Plejaden und von der Galaktischen Föderation. Diese Energien, die hier auf die Erde kommen, dieser kosmische Wendepunkt, ist für Unlichte nicht auszuhalten. Da ist zu viel Wahrheit. Das ist alles das Gegenteil von dem, was die gerne möchten. Und das macht es dann den Menschen sehr schwer und uns sehr leicht. Also dieser kosmische Lichtstrahl hilft uns, in die richtige Resonanz zu kommen, um uns gemeinsam gegen den Deep State zu wehren und ihn letztendlich aufzulösen. Und dafür sind wir ja, wenn wir ehrlich sind, auch auf die Erde gekommen, um hier den großen Wendepunkt herbeizuführen. Und ich bin heilfroh über diese wirklich gute Nachricht, diese gute Botschaft. Und wenn du überlegst, vorher, es hat ja die ganze Zeit gebrodelt, ja, aber das war was Statisches, es hat sich ja nichts bewegt. Und seit diesem Jahr beginnt die Energie dynamisch zu werden und es geht los. Und das heißt also, es kommt ganz viel in Bewegung. Wenn du gut aufgestellt sein willst, dann mach das Webinar mit mir. Melde dich gleich an, unter dem Video ist der Link. Und jetzt, ach so, und wir werden natürlich auch noch für unsere Kanalmitglieder ein spezielles Webinar machen zur Vorbereitung, dass wir diese Resonanz, die wir bekommen von den Plejadern, dass wir die in uns gut aufnehmen können. Weil du brauchst auch ein bestimmtes Bewusstsein, damit du die Energien vollkommen aufnehmen kannst. Und ich werde sowieso auch auf Telegram davon berichten. Auf Telegram habe ich jetzt neulich so einen schönen Zahlencode gepostet, der uns auch sehr nützlich ist dieses Jahr, weil es werden natürlich auch sehr viel mehr Menschen aufwachen als wie im letzten Jahr. Wir haben dieses Jahr und das nächste Jahr, wo sehr viele Menschen aufwachen werden, auch bedingt durch die Sonneneruptionen, durch diese Lichteinstrahlung, unterstützt das Ganze die Menschen, um eben ja aufzuwachen. Und all das zusammen ist ein schöner Mix an Energien, die uns wirklich stark machen. Und jetzt lade ich euch ein zu der Botschaft von Atreus. Hier seht ihr ein neues Bild von Atreus. Wir haben also neue Bilder gemacht, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Und von ihm wird jetzt auch gleich die Botschaft sein. Und er wird also genau sagen, wie es sein wird und hört einfach zu und genießt die Energien. Und wenn du immer gerne solche wichtige Botschaften von mir erhalten möchtest, dann solltest du unbedingt meinen Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren, dass du sofort eben informiert wirst, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude mit der Botschaft von Atreus. Geliebte Menschen der Erde, geliebte Herzensmenschen,
Mit dem Segen des Lichtes der Plejaden betrete ich diesen Raum, voller Freude, heute zu dir sprechen zu dürfen. Etwas Großes geschieht, etwas sehr Großes geschieht und du bist Teil davon. Denn du bist genau in dieser Zeit inkarniert, um dabei zu sein bei dem großen Wandel. Und so haben wir, die wir euch ständig beobachten, die wir die ganze Erde ständig unterstützen, beschlossen, eine neue Energie auf die Erde zu senden. Die Energie des kosmischen Wendepunktes. Und diese Energie wird es euch ermöglichen, in eure Kraft zu kommen wie niemals zuvor. Sie wird es euch ermöglichen, aktiv mitzuwirken bei dem großen Wandel. Denn es ist an der Zeit, dass ihr aktiv werdet. Wir haben uns mit unseren Lichtschiffen um die Erde herum versammelt und wir werden bei jedem Neumond, bei jedem Vollmond, bei jeder Sonnenfinsternis und bei jeder Sonneneruption wichtige Energien auf die Erde senden. Diese Energien verbinden sich mit deinem Resonanzfeld und unterstützen die positive, gute Energie auf der Erde. Und dieser Lichtstrahl, denn es wird in Form eines Lichtstrahls geschehen, dieser Lichtstrahl ist dafür da, die Menschen zu öffnen und zu unterstützen, die bereits dieses Bewusstsein haben. Und er ist auch dafür da, die Menschen zu unterstützen, die gerade am Erwachen sind. Und derer wird es sehr viele geben. Dies alles ist ein entscheidender Schritt und wir haben uns beraten, ob es jetzt schon die richtige Zeit für euch ist. Und es ist die richtige Zeit. Wir sind hier, um euch zu unterstützen. Wir sind hier, um einem jedem von euch an der Seite zu stehen. Und so ist es eine sehr große Freude, in der Galaktischen Föderation, dass wir zusammen mit euch jetzt in die zweite Phase hineinkommen. Und wir legen euch ans Herz, euch fortzubilden, gerade in Bezug auf die zweite Phase. Euch fortzubilden, damit ihr in der allergrößten Kraft seid, die es überhaupt möglich macht, hier auf der Erde zu wirken. Ein jeder von euch ist wichtig. Ein jeder von euch wird gebraucht, damit die Veränderung vorangeht. Und so berühren die Worte, die ich jetzt zu euch spreche, eure Herzen. Und in euren Herzen fühlt ihr, wie wichtig es ist, in dieser Zeit inkarniert zu sein. In euren Herzen wisst ihr genau, wie wichtig es ist, mit allen erwachten Menschen zusammenzuwirken. Und aus diesem Grunde möchte ich mich bedanken. Aus diesem Grunde möchte ich euch den Segen des Lichtes der Plejaden jetzt direkt in eure Herzen hineinfließen lassen. Und wenn du damit einverstanden bist, werde ich beginnen. Gib mir einfach ein inneres Ja. Und in dem Moment strömt das helle Licht der Plejaden direkt zu dir in dein Herz. Genieße diese Energieübertragung und spüre, wie sich deine Energie anhebt, wie sich deine Resonanz
mit der Liebe verbindet und du so gestärkt bist und deinen Weg getrost fortsetzen kannst. So genieße nun die Übertragung. Alle lichten Wesen der Plejaden sind bei dir, halten dich und schützen dich. Es ist mir eine sehr große Freude, heute für dich gewirkt zu haben. Und wenn ich dich betrachte, sehe ich, dass sich dein Lichtkleid vergrößert hat, sehe ich, dass deine Energie sich angepasst hat an den kosmischen Wendepunkt. Und so verabschiede ich mich von dir mit dem Segen des Lichtes der Plejaden, voller Liebe und voller Achtsamkeit. Sei versichert, wir sind bei dir. Ich hoffe, es geht euch so gut wie mir. Es ist einfach schön, in dieser Energie zu sein und sich geborgen zu fühlen. Die Plejade haben auch noch gesungen. Sie haben gesungen und deine Seele sanft berührt. Es war wundervoll. Ich bedanke mich bei Atreus, bei den Plejaden, bei der Galaktischen Föderation für diese wundervolle Unterstützung und bei euch auch. Habt eine gute Zeit. Wir sehen uns zum Webinar. Alles Liebe!